Moin zusammen, jetzt geht es zu dritt nach Ridgeview mit zwei Beweisen, weil wir brauchen immer noch die UV-Salz-Fußabdrücke. Mein Gott, das ist ein langes Wort, ey. UV-Salzfotos, Fuß-Salz-Fotos. Was heißt das denn hier? Take 3-Star-Footprint-Fotos. 3-Sterne-Fußabdruck-Fotos. Ja, wir brauchen eh ein Geisterfoto für die Daily. So, Breaker ist im Keller irgendwo, dann rein da. Okay, dann muss ich jetzt im Keller mal schauen, wo der da ist. Habt ihr die Beweis-Items auch mitgebracht? Im Wohnzimmer ist schon mal ein Versteck. Ja, im Keller ist keins. Mal gucken, wo ist der denn hier? Ne, der ist da auf der anderen Seite. Der ist links. Okay, neben dem Breaker ist ein Versteck, da sind die Kisten verfügbar. Der Knochen ist hier auch im Keller, an der linken Seite. Der Geist ist hier oben im blauen Zimmer. Also zweimal links gehen. Letztes Mal so. Ja, ich komm mal oben nach Verstecken gucken. Versorgt einer den Knochen da unten im Keller? Ihr müsst links gehen, der liegt links vor der Werkbank. So, haben wir hier irgendwo ein Versteck? Das gibt's doch nicht. Wir haben gar kein Versteck hier oben. Könnt ihr vergessen, wir müssen uns in der Küche verstecken. So, das Bonus wurde gebonnert. Es ist natürlich doof, dass wir da oben jetzt gar kein Versteck haben. Okay, so, Buch. Kruzi. Kann sein, dass es jetzt laggt. Okay, ich bring schon mal Buch, Kruzi und Videokamera hoch. Hier links. Das ist immer mal links und dann nochmal links, ja. Finger. Okay, das heißt, wir müssen nachher die Salzfotos machen. Das heißt, hebt euch das Salz bis zum Schluss auf. Ich bringe es schon mal hoch und lasse es bei der Laterne da liegen. Kiki, du kannst das Versteck unten in der Küche fertig machen. Kannst ja da schon mal einen Kruzi hinlegen und sowas. Okay. Okay, Phantom oder Mimic. Du kannst mal nach dem Ort gucken. Oder Polti. Du kannst ja auch ein paar Items da reinwerfen. Kiki, wenn du da unten fertig bist mit dem Versteck vorbereiten, dann kannst du auch hier Dingens vorbereiten. Ghost Highway. Für den Polti. Okay, für Phantom mache ich das hier mal fertig. So, für Phantom habe ich schon mal Sensoren verteilt. Ein EMF müsste dann einmal da zu der Laterne vor die Treppe. Hier, Kiki, tu dann die Smudgies dahin und den Glowstick. Das nehmen wir auch mal mit. Und Kiki, dann kannst du dir ja noch eine Videokamera irgendwo parat stellen, wenn du willst. Oh, der hat hier das Bild runtergehauen, oder? Das Bild ist wieder verschwunden. Na, hat wohl ans Fenster geklopft. Die Fingerabdrücke sehen aber schon cool aus. Die Fingerabdrücke, ne? Ja, ich hätte jetzt kein mehr gesagt. Ja, wir haben ja jetzt eh schon Beweise, ne? Okay, ich mach mal schnell unten den Polti Highway fertig. Bringt alle Kameras da hoch, damit jeder eine Kamera halten kann und dann machen wir danach die Fotos. Kiki, hier bring du mal hier das Besteck da hoch noch von dem Tisch in den Raum. Das ganze Besteck, was hier auf dem Tisch noch liegt. Die ganzen Gabeln und so.
In den Gästeraum oben. Fotos sind voll. Okay, jeder packt sich einmal drei Items und schmeißt sie zum Geisterraum hin wegen dem Polti. Ich hab da schon ein bisschen was vorgebaut. Ja, ich bringe auch noch eine Ladung Teller von unten und dann schmeißen wir die da rein und danach können wir die Fotos machen. Habt ihr einen EMF bei meiner Laterne dahin gelegt? Weil das brauchen wir noch für später. Falls es ein Phantom wird, damit wir das sehen, weil ich habe schon Sensoren verteilt. Nee, nicht mehr. Ach so, du meinst das EMF hier hin, hier bei der Laterne einfach hin. So. Okay, hat jeder eine Fotokamera? Okay, bring die mit. Dann der Glowstick ist aktualisiert, oder? Okay, Kiki, dann komm hoch mit der Kamera und verteile ich das erste Salz hier. Ja, das ist aber nix. Der hat sich nicht bewegt. So, eins ist draußen, eins ist hier drinne. Da ist ein Abdruck. Ja toll, nur einer. Mein Gott, bist du geizig, Geist. Ich sehe nur einen Abdruck. Okay, okay, das sind, glaube ich, drei. Das hier ist alle. Weg damit. So. Ich mache eins hier draußen mal hin. Und eins nochmal hier drin, ne? So, warten wir nochmal, bis er reinläuft. Weil sowas Geiziges hat nur einen Schritt gemacht. Nee, zwei. Lustig ist das, ey. Ist der gerade hier rausgelaufen? Ja, warte, du mal noch eins hier drinnen rein. So, aktualisieren, damit auch jeder was sehen kann. Boah, ey, der ist ja so geizig, ne? Alter, er ist da reingelatscht und geht keinen Schritt. Alter. Was ist denn das? Mann, ist der geizig. Ist der blöd. Komm raus, Geist, hier, komm raus. Nee, er kommt nicht raus. Okay, ich tu noch eins hier drinnen rein. Och, Mann, will der uns verarschen? Mann, ich tue noch eins hier draußen direkt an die Tür hin. So, so Geist, beweg dich mal, Geist, jetzt. Mensch, wir haben nur noch eine Aufladung und die zwei hier draußen. Na komm, latsch mal hierher. Wenn es ein Phantom ist, würde der eh hier irgendwann vielleicht rauskommen, wenn wir draußen bleiben. Show yourself. Give us a sign. Ghosty, hello. Wo ist er denn jetzt? Jetzt hat er keinen Bock mehr. Aber hinter mir sind die Baustelle offen. Hier beim Kino, hier an den Häufchen. Jetzt klopft er da ans Fenster. So, nicht rausgelaufen hier. Nee, deshalb müssen wir uns gleich mal alle dahinter setzen und warten, bis der rauskommt. Toll, jetzt wummelt er da die Schranktür an. Ich hab den Glowstick gerade aktualisiert. Mano! Er ist so eingebildet. So was Fieses. Wisst ihr, wie die Bekloppten am Schießen? Wo ist der denn jetzt überhaupt? Warte mal, Küken, mach mal den Glowstick parat. Ich tue das mal hier bei dem Thermo hier rein. Mal gucken, ob er hier durchläuft. Ich tue den nochmal erneuern. Also da sind jetzt zwei da drin. Oh, hier ist er. Nee, doch nicht. Falscher Alarm. Ich dachte, er wäre hier vorne durchgelaufen, aber es war schon. Sag mal, ist das ein Mimic und der macht gerade einen auf Wraith oder so? Der ist aber noch da drinnen, glaube ich. Handy merken.
Kannst ja mal gucken, Kiki, da ist eine Kamera im Raum, kannst ja gucken, ob du da einen Orb siehst. Macht da gerade einen auf Wraith? Ist jetzt bei 40. Komisch, dass er noch nicht versucht zu ankommen. Siehst du einen Orb, Küken? Die Eye-Adaption. Füße! Ich sehe die anderen zwar nicht, ich mache einfach mal wild Fotos. Hier, hier, bring mal den Dingens. Bring den Dingens. Okay, tu den refreshen, lass den hier draußen. Wir machen gleich hier draußen Foto. Ich hol mal kurz meinen Smudge. Versteck es unten. Wir müssen bis nach ganz unten rennen. Toll, der hat hier die Laterne ausgemacht. Okay, komm, noch eins. Komm, noch eins, Geist. Hier, Triche. Obwohl der Glowstick so am Arsch ist, funktioniert. Okay, wir haben jetzt schon sehr viele gemacht. Okay, Küken, Vorsicht, der huntet gleich. Ja, da ist das Putzi hinüber. Wir müssen mal gucken wegen Phantom jetzt gleich. Lass uns unten auf ihn warten. Das Geisterfoto hast du schon, oder? Ich finde leider keine Kamera, sonst hätte ich gleich auch versucht, noch ein Foto zu machen. Ja, ich hab alle drei. Ja, nehme ich alle Smudgies. Ja, lass mich lieber alle Smudgies nehmen. Ja, okay. Dann mach du die Fotos. So, achten wir mal auf die Würfe und aufs Flackern. Weil ein Orb war ja, glaube ich, keiner da, ne? Komm her! Oh shit, Phantom! Ich weiß nicht, ob das gezählt hat. Es hat gezählt, tatsächlich. Hat ein Phantom-Foto beim Hand gemacht. Okay. Ha, scheiße, diese Geisterfoto. Ja, von einem Phantom. Kiki, trag Phantom ein. Wir brauchen noch das Parabol. Was ist denn drin? Phantom. So, wir brauchen noch Parabol. Das heißt, er müsste auch mal hier zu uns kommen irgendwann. Sing-Sang hier vorne, Küken, da! Ah, oh, jetzt ist er weg. Der hat hier vorne gerade einen Sing-Sang gemacht. Küken, kannst du... Oder Kiki, bist du noch drin? Kannst du das Kruzi von der Küche hier hochbringen? Okay, er ist zurück im Raum. Einfach hier, wo wir sind, hier beim EMF, leg's einfach hier beim EMF ab. Kommt er zu uns? Oh, er hat Licht angemacht. Na gut, dass wir einen Phantom haben mit UV. Und hätten wir jetzt die Spiritbox-Aufgabe, hätten wir den jetzt auch. Ja. Na komm, Freund, gib uns doch mal ein Whisperchen. Ich glaube, der wirft gerade deinen Markus durch die Gegend. Ich höre es. Na komm. Da ist es! Raus! Wir haben's, Kiki. Trag Phantom ein, dann fahren wir, wenn er uns rauslässt. Wie die Hand für Mama aus der Wand raus. Es sieht immer lustig aus, ne? Also ehrlich. So, und die Meistergeisterjäger laufen mal wieder ganz cool zu dritt zum Truck. Phantom. Ja, Phantom. Dann jo. Abfahrt. Und ich habe alle Fußabdrücke. Ich habe sie auch voll. Das heißt, Kiki ist als nächstes dran. Kiki, wie viel brauchst du noch? Kiki muss uns nachher sagen, wie viele sie noch braucht. Und danach können wir nämlich wieder mit null Beweisen spielen. Juhu! Und wir hatten ein Perfect Game. Yay! Ja, da ist es mit den Football-Fotos. Mal gucken, wie viel das jetzt gibt. Wird nicht so viel geben, weil der Multiplayer sehr niedrig ist. Sonst spielen wir mit 8,55. Boah, drei Dailies, eine Weekly. Ey, das ist echt verrückt. Ja, ich habe zwei Dailies, eine Weekly. Yay.
Mit dem 8,55 wäre es mehr gewesen, aber wir müssen ja mit Beweisen spielen, leider. Es sei denn, Mama hat jetzt auch alles für Saarbrücken gefeuert. So, der ist dreimal zu uns gelatscht. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.